Ich muss dort hinten lang. Aber da haben mich doch welche gesehen. Ich würde sagen, wir schießen einfach wieder, oder? Leise kann ja auch jeder. Wir schießen einfach. Da drüben war erst gerade noch jemand. War ganz witzig, weil die meisten Höhenangst hatten. Ich wollte eigentlich nicht das Auto hacken. Lasst ihn nicht entkommen. Boah. Moment, Moment, Moment. Okay, das ist gemein. Warte, wie wähle ich jetzt nochmal meine Waffe aus? Oh. Du bist unterlegen. Tag verstecken. Bitte lieber nicht töten. Ich gehe nachsehen. Schreck mich nicht so. Wollte dich erschießen. Scheuchen wir ihn raus. Oh, wir hätten hier drüben auch mit dem. Mit unserem. Ich gehe in Deckung. Hä? Was? Wo? Du kannst dich nicht ewig verstecken. Da draußen. Komm endlich raus, damit ich dich töte. Da lang, auf die Suche. Ey, das ist gemein. Nicht von allen Seiten. Scheiße, wo ist der Roller? Lokalisiere feindliche Zielperson. Ich würde dich heute lieber nicht töten. Aufregend. Bin unterwegs. Hä?
Komm schon, gib einfach auf. Gehe zur letzten bekannten Position. Sind dran. Okay, jetzt warten wir auf die. Ich rücke vor. Das schaue ich mir mal an. Wir warten einfach, dass die zu uns kommen. Shit, shit, shit. Ich habe keine Ahnung, wo die anderen sind. Da oben, oder? Ich gehe rein. Hallo. Gute Besserung. Unter Beschuss. Ich hoffe, es wird besser. Ich schaue mir das mal an. Verstanden. Das Ding ist, ich würde ja mit unserer Spinne losmarschieren. Aber dann erschießen die mich hier, wenn ich hier stehe. Das ist mein Problem. Bitte, auch wenn ich jetzt so nicht helfen kann, aber... Okay, wartet, ich schicke kurz mal unser Spidey. Ich komme ja hier durch. Ich muss mich aber verstecken. Wo ist der Schlüssel? Keine Ahnung. Aber egal. Das ist seltsam. Im Verzeichnis für die Lieferung, die du gerade zerstört hast, steht eine Internierungsanlage im Stadtteil. Aber eine, von der ich noch nie gehört habe. Jetzt müssen sie wohl erstmal ohne Masken und Gummischläuche auskommen. Das ist es. Zeit für dein Zerstören wie mal das Eigentum anderer Leute Ding. Ah, guck mal. Das ist wieder so ein Ding mit draufschießen. Erinnert ihr euch? Warte mal, aber... Ich muss das hier noch deaktivieren. Die Mission machen wir jetzt aber nicht doppelt. Jetzt weiß ich ja, dass ich da einfach drauf schießen muss. KI erfolgreich ermordet. Begib dich jetzt in Sicherheit und ich überbringe unserer Freundin die guten Nachrichten. Gerne doch. Mach auf. Du wirst mir das nicht glauben. Sie haben dich mit einer KI ersetzt. Ich schwör's, es sind nicht die Roboter, die die Menschheit vertreiben wollen, es sind die reichen Arschlöcher. Nicht im Ernst, oder? Das Unternehmen hätte damit praktisch eure ganze Branche ausgelöscht. Aber wir haben sie aufgehalten. Gern geschehen. Wundervoll, vielen Dank. Detzek sucht nach Widerstandskämpfern. Und du scheinst den Widerstand in dir zu tragen. Wie wär's, wenn du ihn entfesselst? Gut, ich bin dabei. Wir haben eine neue Omi. Okay. Jetzt können wir wieder Main Quest weitermachen. Vorwärts kommen hier.
Das geht dich nichts an. Ich überlege, ob ich mir dann auch einen Kaffee mache. Wo ich gerade hier immer die ganze Zeit das Starbucks sozusagen sehe. Shit, ich muss weg hier. Hey, bleib mal locker. Wir. Sie befinden sich in nicht zu fassen, was ich da sehe. Das ist ja cool. Das wusste ich gar nicht, dass ich das kann. Vielleicht gucke ich morgen und so mal offline, ob ich ein bisschen Technikpunkte farmen kann. Dass wir da ein bisschen vorwärts kommen. Und dass wir uns wirklich auf die Hauptstory konzentrieren können im Stream. Das da ist der C2S-Hub. Wenn du das hörst, heißt das, du möchtest mehr über 404 erfahren. Wissen, was wir wissen. Tun, was wir tun. Begib dich zum Walkie-Talkie-Club. Es ist nicht gerade ein Geheimnis, dass er nur eine Fassade für Clan Kelly ist. Aber da gibt es noch andere Geheimnisse. Vor Ort erfährst du mehr. Der Hub hat gerade eine Riesenmenge Daten an deine Optik geschickt. Wie dreist! Walkie-Talkie-Club? Da wollte ich immer schon mal hin. Chat, was gibt's zu erzählen? Ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Ich hab gestern schon so viel erzählt. Du bist nichts weiter als ein kleines Stück Dreck. Was? Du bist nicht, wer hier das sagt. Das bist nicht du, sondern ich. Erstmal Schluck trinken. Inzwischen solltest du Fenchurch Street 20 erreicht haben. Der Walkie-Talkie-Club befindet sich im Gebäude ganz oben. Da kommt man nur mit dem Aufzug hin. Hier geht's auch rein. Du bist ja noch schwächer, als du aussiehst. Und ich habe angeblich Aggressionsprobleme entfernt. Irgendwann wiederholen, okay? Ich muss das dort unten gar nicht aufmachen. Du hast den Walkie-Talkie-Club erreicht, wo diejenigen mit mehr Geld als Verstand beides verlieren. Der Walkie-Talkie-Club wird von allen möglichen Mitgliedern der korrupten Elite frequentiert. Und die Besitzer, Clan Kelly, haben vor Ort eine KI, die Erpressungsmaterial sammelt. Finde diese KI, damit wir mit eigenen Augen sehen können, was dieser korrupte Abschaum zu verbergen hat. Erstmal trinken. Schon auch schön. Ich habe auch nichts zu erzählen, ist irgendwie ein flauer Tag heute. Kann mit mir selbst nichts anfangen, ja. Da machen wir jetzt hier ganz entspannt. Ich weiß auch nicht, was ich erzählen soll. Ist
Fällt ja auch nicht auf, oder? Wenn ich jetzt hier kurz eine Spinne hinwerfe. Nee, warte, ich muss hier. Nee. Ich verstehe schon, aber. Ja, okay. Ja. Das Terminal ist da drin. Und teile deine Gedanken mit uns. Mach ich. Mein Gedanke ist gerade. Hä? Weiß gerade nicht. Aber ich glaube, wir finden den Weg. Das sind doch geübte Hacker. Da. Erst das. Dann das. Tja, du hast hart gearbeitet und bist dran geblieben und jetzt haben wir nichts. Die KI ist gar nicht hier. Nur ein Relais, das die Daten aus dem Club nach draußen schickt. Ich finde raus, wohin, und du findest raus, wie du aus diesem lauten, widerlichen Drecksloch kommst. Deal? Deal. Wie bin ich hier reingekommen? Von da oben? Ich muss einfach das Walkie-Talkie verlassen. Das kriege ich hin. Ist sowieso nicht die richtige Gesellschaft für mich. Teil deine Gedanken, ja. Ich habe ein bisschen nachgeforscht und die Gesichtserkennungs-KI stammt wohl von BrokerTech. BrokerTech? Das ist eine der größten Software-Firmen der Welt. Die machen sich nie die Finger schmutzig. Wenn die Erpressungsmaterial von den Kellys kaufen, ist das eine große Sache. Alles, was die KI hier sammelt, landet direkt in der Zentrale von BrokerTech. Um die Daten zu bekommen, müssen wir dahin. Was ich erzählen kann, ist, dass ich tatsächlich in meinem linken Arm, gestern habe ich gedacht der rechte, aber es ist der linke geworden, dass ich in meinem linken Arm Muskelkater habe von diesem Paket gestern. Ja, das kann ich euch mitteilen. Und ich kann euch nachher was zeigen im Stream, was ich heute gebastelt habe und eingestellt habe, was mir dann vielleicht die Möglichkeit gibt, mal so kreativere Sachen mit euch im Stream zu machen. Eventuell habe ich mir da heute auch was bestellt, was ich mit euch im Stream vielleicht zusammenbauen wollte. Ups. Hast du dir schon was Alternatives vorgenommen für nächstes Wochenende? Nee, alternativ noch nicht. Also was geplant war, ist Freitag mit einer Freundin mal nach Dresden fahren. Das wollten wir eigentlich gestern machen, aber es ging ja nicht, weil ja gestern dann die Matratze kam. Das machen wir dann jetzt am Freitag, da hat sie nämlich auch frei. Und dann ansonsten mal gucken. Ich werde wahrscheinlich dann nächsten Sonntag zu meinen Eltern Mittagessen fahren. Heute habe ich ausfallen lassen, weil meine Mutter ja auch krank ist. Also zum Glück kein Corona, aber sie ist trotzdem krank und ich habe keine Lust, mich anzustecken. Aber ich habe noch nicht so wirklich Pläne. Vielleicht hier und da noch ein Stream. Ich meine, die Temperaturen sollen ja dann wieder besser werden. Oder angenehmer. Ja. Vielleicht könnte ich da mit euch mal so ein Kreativ Stream machen, testen. Ob das so lustig ist, wie ich mir das vorstelle. Oder so. Nicht unbedingt lustig, aber ob das so Spaß macht, wie ich mir das denke. Okay, wir müssen jetzt hier rein. Irgendwie. Hier liegen Textdateien. Nee, die sind drin. Aber ich hoffe,
dass sich das mit der Matratze gestern gelohnt hat. Also... Du hast BrokerTech erreicht. Marktführer bei innovativer Software und KI-Technologie. Gegründet von CEO Sky Larsen mit gerade mal 25 Jahren. Das nenne ich Ehrgeiz. Dort wird all das interessante Erpressungsmaterial aufbewahrt. Was ist wohl besser, als den Dreck reicher Leute für Geld zu vertuschen? Ihn kostenlos preiszugeben. Ich nehme an, das ist genau das, was unsere 404-Freundin im Sinn hat. Wird gemacht. Das mit den Schmetterlingen sieht schön aus. Ich hoffe, dass sich das mit der Matratze gelohnt hat. Jetzt die erste Nacht war okay. Also das Problem ist ja, ne, der Körper braucht auch einen Moment, sich an eine neue Matratze zu gewöhnen. Noch dazu ist es einfach zu warm. Da schlafe ich ja sowieso nicht so gut. Ja, aber weshalb ich mir die Matratze geholt habe, war ja grundsätzlich, dass ich gern endlich auf diese täglichen Rückenschmerzen morgens verzichten möchte. Die sind immer zu weit oben. Das bringt nichts. Wir müssen von drinnen hoch. Und die Rückenschmerzen hatte ich heute früh tatsächlich nicht. Also ich meine, es gab ja auch so immer mal ein paar Tage, wo ich jetzt keine Rückenschmerzen hatte. Aber ich hoffe, das lag an der Matratze und geht so gut weiter. Nee, 6 Stunden musste die liegen. Die hat halt noch gerochen, logischerweise, aber heute ist zum Beispiel das komplett weg. Also über Nacht mit durchgelüftet und gut ist. Also da stand nur 6 Stunden liegen. Das hat sie gemacht. Und ja. Sonst hätte ich auch gar nicht gewusst, wo ich die hinlegen soll, 3 Tage. 3 Tage auf dem Sofa schlafen wollte ich dann auch nicht. Ja. Wie war eigentlich dieses Manga-Cosplay-Event? Naja, das war gestern, aber da konnte ich ja dann nicht hin wegen der Matratze. deswegen wollte ich eigentlich gestern mit einer Freundin nach Dresden, aber ja. Ist das jetzt rot oder kann ich jetzt hier durch? Ah, okay. Ja, das wäre gestern gewesen. Gibt Schlimmeres. Ich habe gehört, dass das auch gar nicht so cool gewesen sein soll. Ich habe am Ende nichts weiter verpasst. Aber naja. War mir dann doch irgendwie auch lieber, dann jetzt die Matratze zu haben. Als da jetzt noch weitere ewige Wochen warten zu müssen. Ich habe ja sowieso schon relativ lange gewartet jetzt auf die Matratze, weil die ewig nicht kam. Das ist ja crazy hier. Ich werde gar nicht entdeckt. Erzählen das nicht. Ich habe das ganze Erpressungsmaterial und... Meine Güte, sind Menschen widerlich. Wie ist dieser Politiker, der so auf Familienwerte pocht, wohl findet, wenn seine SM-Sessions öffentlich werden? Das war werden? Ungünstig. Ach, finden wir es doch einfach raus. Das Material ist jetzt geleakt. Ey. Fantastisch. Die verfolgen mich. Verfolgen sie mich noch? Nö, oder? Gut. Nee, das Ding ist, die bringen es halt nirgendwo hin, wenn ich nicht da bin. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, der Kundenservice von Emma Matratzen ist der letzte Dreck. Das kann ich ganz ehrlich so sagen. Ich habe über Emma Matratzen bestellt. Weil die da gerade Sale hatten und ich zusätzlich noch einen... Wenn das nicht mal ein hübsches Sümmchen ist.
Moment. Ich wollte sagen, dass es ein undankbarer Job ist. Aber jemand hat uns gerade ein Video namens Vielen Dank.mp4 geschickt. Also ist es wohl ein dankbarer Job. Dann lass mal sehen. Das war dein erster Auftrag für 404. Das erste Peer-to-Peer-Aktivisten-Netzwerk im Dark Web. Es ist mein Netzwerk. Ich vergebe die Aufträge. Mehr musst du nicht wissen. Ich bin niemand. Ich bin Naut. Und ich bin mit deiner Optik verbunden. Also sehen wir mal, wer du bist. Moment. Bist du von DedSec? Oh, das ist verdammt cool, Mann. Ja, schon besser. Das Glück ist uns heute hold, DedSec. Die Welt ist am Arsch. Aber wir können die Dinge in Ordnung bringen. Ich bin im Somerset-Haus und überwache Aufträge. Komm dahin. Wir reden. Bis dann. Das war ja gruselig. Wer war das, Bagley? Ich habe Nauts Namen. Okay, jetzt habe ich den Text unterbrochen. Ah, egal. Was du suchst, ist in der Nähe. Ich habe bei Emma Matratzen bestellt, da die da Sale hatten und ich noch einen Rabattcode hatte. Und dann habe ich über 200 Euro gespart für die Matratze. Und ich meine, es war immer noch viel Geld, was ich bezahlt habe. Aber ja. Dann habe ich ein Lieferdatum genannt bekommen. Da kam die Matratze aber nicht. Und dann habe ich dann den Tag danach nachgefragt, wo denn die Matratze ist. Weil, ja, ich habe keine Info bekommen, dass sie sich verspätet. Und dann hatte ich dort irgend so einen Service-Mitarbeiter per E-Mail. Der hat sich jede Info aus der Nase ziehen lassen, war überhaupt nicht kooperativ. Hatte mir das Gefühl vermittelt, der will mir eigentlich gar nicht helfen, weil er sowas schrieb wie, naja, dann warten wir halt nochmal 5 Tage. Und ich dachte mir, nein. Weil da bin ich ja auch noch von ausgegangen, dass ich zu Susi fahre und ja auch jetzt nicht die ganze Zeit da bin. Dann ging das eine Weile hin und her. Ich musste dem jede Info aus der Nase ziehen. Dann hat er mir irgendwann gesagt, ja, das kommt mit DPD und das ist die Sendungsnummer. Und dann denke ich mir, schönen Dank, das hätte man ja von vornherein sagen können. Egal. Ich dann quasi nachgeguckt bei DPT Online, wo dann da stand, ja, wir haben schon 2-mal versucht, das bei Ihnen zuzustellen, aber wir haben niemanden angetroffen. Und ich denke mir, ach so, kann man da nicht mal den Kunden informieren? So, ich stand halt da komplett ohne Info, was mit meiner Matratze ist. Ja, und dann habe ich halt jetzt gestern quasi als Wunschliefertag angegeben, weil ich wusste, da bin ich zu Hause. Weil beim Nachbar geben sie es ja dann quasi nicht ab. Ich hätte auch ehrlich gesagt nicht gewusst, wie ich dieses riesenschwere Paket sonst nach Hause bekommen hätte. Aber ja. Der Kundenservice von Emma Matratze ist Vollkatastrophe. Und ich weiß, ich habe auch schon im Kundenservice gearbeitet. Du hast auch blöde Tage, aber dafür kann dann der Kunde nicht, der dich was fragt. Ja. Deswegen bin ich jetzt einfach nur froh, dass sie da ist. Und ich mit denen jetzt nichts mehr zu tun habe. So blöd, wie es klingt. Aber kann ich absolut nicht empfehlen. Technologie und Mensch. 2 Seiten derselben Medaille. Das ist das Herz von Ring. Er kommt alle in der Welt zu bekommen. Nochmal als Süße erscheint. Erfahren Sie über unsere Mailingliste alles über den Start von Daybreak. Nutzen Sie das volle Potenzial des Verstands. Ein simpler, bequemer Eingriff und Sie können für immer frei sein. Ich glaube nicht, dass ich hier sicher bin, oder? Betreten Sie mit uns die Welt von morgen. Daybreak ist die Zukunft. Und diese Zukunft ist eine strahlende Haben wir jemanden im Team mit Albion-Anzug oder so? Nee, bringt uns alles nix. Könnten den hier nehmen. Wir gehen mal mit dem.
in Uniform da rein. Vielleicht macht das einen Unterschied. Oh, falsche Taste. Mit dem haben wir übrigens auch noch gar nicht gespielt. Wir müssen dem aber noch den Spider-Bot ausrüsten. Hervorragend. Unsere Gruppe wird stärker. Willkommen bei DedSec. Danke. Ich bin bereit für die Action. Sehr gut.